Hallo und willkommen zurück. Ich habe mir überlegt, dass ich in diesem Jahr ganz gerne noch mehr über Bücher sprechen möchte, über die sonst niemand spricht. Und der Titel der Serie soll irgendwie sein, geile Bücher, die keine Sau kennt oder sowas. Also da arbeite ich noch dran. Aber ich möchte gerne über ein paar Lieblinge von mir reden, von denen ich noch nie andere reden habe hören. Was ich total schade finde, weil, ja, natürlich gehen wir alle auf BookTube, um uns die neuesten gehypten Bücher anzugucken und zu hören, ob es sich lohnt, die zu kaufen und zu lesen. Aber es gibt halt auch noch zwischen die Klassiker, die sich schon bewährt haben, und die neuesten gehyptesten Bücher, da gibt es halt noch eine ganze Menge andere Sachen. Und da gehört auch dieses Buch rein. Und zwar ist es ein Jugendbuch. Ich habe das allerdings nicht gelesen, als ich noch ein Teenager war, sondern später. Ich halte es für ein sehr, sehr gutes Buch. Und ich bin nicht die Einzige, denn Orson Scott Card, der sonst nicht so gute Meinung hat, findet, dass dieses Buch eines der besten Science-Fiction-Bücher aller Zeiten ist. Die Rede ist von William Slater, heißt Der Zeitsprung auf Deutsch. Ich habe hier die englische Ausgabe. Und ist 1985 erschienen. Wie gesagt, Orson Scott Card ist voller Lobes von diesem Buch. Es ist hier nicht so bekannt. Ich glaube, von William Slater ist bekannter Das Haus der Treppen. Da geht es um eine dystopische Zukunft, in der ein paar Jugendliche entführt werden und in einem Haus aufwachen, das nur aus Treppen besteht, das keine Wände hat, keine Decke, keinen Boden, sondern nur diese Treppen. Und sie müssen dort versuchen zu überleben, indem sie gewisse Aufgaben erfüllen, damit sie dafür Nahrung bekommen. Das Buch ist ein bisschen weird. Der Zeitsprung ist da wesentlich bodenständiger, auch wenn er einen Science-Fiction-Kern hat, sozusagen. Aber wie viele Science-Fiction-Bücher geht es nicht unbedingt um Technologie oder Weltraumphänomene, sondern es geht im Kern um Menschen. Der Zeitsprung hat wirklich alles, was ein gutes Buch für mich braucht. Ein gut durchdachtes, interessantes Zeitphänomen, dessen Potenzial auch voll ausgeschöpft wird. Dann gibt es einen menschlichen Konflikt zwischen zwei Charakteren und es gibt eine Bedrohung von außen, eine Alien-Bedrohung kann man vielleicht sogar sagen. Und zusätzlich, so ganz gratis, bekommt man, auch wenn man das liest, noch Ratschläge für ein gutes Leben. Und ich finde, das ist schon mehr, als ein Buch eigentlich leisten muss. Aber dieses Buch tut es alles. Ich gehe jetzt so ganz leicht in Spoiler-Terrain rein. Ich werde keine Details verraten. Ich werde auch nicht verraten, wie es endet. Aber ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, damit ihr wisst, was an diesem Buch so besonders ist. In der Zeitsprung geht es um zwei Brüder, Zwillinge, die alleine zu einem Haus fahren, das ihre Mutter geerbt hat. Das gehört einem seltsamen, verschrobenen Onkel von ihnen. Und sie erforschen dieses Haus und die Umgebung und stellen fest, dass es dort in der Nähe eine Lichtung gibt. Und auf dieser Lichtung steht ein Gartenhäuschen. Und in diesem Gartenhäuschen, das ist drumherum gebaut, um einen Ort, an dem die Zeit schneller vergeht als anderswo. Das heißt, jede Stunde, die man in dem Haus verbringt, vergeht nur eine Sekunde draußen in der Richtung. Sie stellen auch fest, dass gewisse Dinge dort einfach erscheinen, die scheinbar aus einem fremden Universum kommen und die sie nicht wirklich einordnen können. Und es geht nun darum, dass sie nicht genau wissen, wie sie diesen Konflikt lösen sollen, ob sie davon was erzählen sollen. Und die Zwillinge sind sich auch in sich schon länger nicht ganz einig. Der Zwilling, der das Ganze erzählt, heißt Harry und der hat das Gefühl, dass sein Bruder ihn irgendwie loswerden will. Er will kein Zwilling mehr sein, er will sozusagen seine eigene Persönlichkeit sein und er fühlt sich durch ihn so ein bisschen, gemobbt. Und das Ganze kumuliert dann in einem Konflikt und es kommt dazu, dass Harry sich entscheidet, die Nacht in einem Haus zu verbringen. Sprich, in einem Haus verbringt er ein Jahr lang und ist damit ein Jahr älter als sein Bruder, der am nächsten Morgen aufwacht und natürlich noch das gleiche Alter hat. Ja, das ist der Kernkonflikt in diesem Buch und ihr seht, das ist schon mal eine sehr gute Nutzung dieses Phänomens und auch dieses Science-Fiction-Element zusammen mit dem menschlichen Element vermischt. Das ist also sehr gelungen und ich glaube, dass das auch sehr faszinierend ist, sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene, dass dieser Mensch sich entscheidet,
freiwillig ein Jahr sich zu isolieren. Er ist in diesem Haus, er hat dort zwar Nahrung und Wasser, aber er hat keine Gesellschaft, er hat kein Tageslicht, er hat keine richtige Struktur, sondern er muss sich diese Struktur in seinen Tagen erst schaffen. Und da kommt diese Lebensratschläge rein. Er macht dann morgens Kraftsport, er liest, er meditiert, er schreibt Tagebuch, er macht Ausdauersport. Und ja, es ist super interessant zu sehen, wie er sich so verändert. Und vor allen Dingen auch so im Nachhinein, wenn er dann seinen ein Jahr dann jüngeren Bruder wieder trifft, wie sich die Perspektive so verändert hat. Und das finde ich unglaublich faszinierend, wie diese Isolation und diese Selbstoptimierung tatsächlich Fuß fassen. Es ist natürlich alles nur fiktional, aber es ist ja tatsächlich so, dass wenn man jeden Tag Kraftübungen macht, dass man dann einfach Muskeln bekommt zum Beispiel. Ja, diese Beschreibung und dieser Wandel in Harry sind unglaublich spannend und gleichzeitig ist natürlich noch dieses Science-Fiction-Element da und die Bedrohung von außen. Was auch noch sehr gut ist an dem Buch, ist, dass es ein gutes Ende hat, nicht im Sinne vom Inhalt, sondern einfach erzählerisch. Es werden die Konflikte nochmal ausgebreitet und dann aber auch aufgelöst und auch dieses Zeitphänomen findet sozusagen ein Ende und das ist alles sehr logisch gemacht und auch die Entscheidungen sind nachvollziehbar. Also das Ende ist auch sehr gelungen, was bei solchen Zeitromanen nicht immer der Fall ist, aber bei diesem schon. Deswegen würde ich sagen, dass dieses Buch tatsächlich, also ich würde Orson Scott Card tatsächlich recht geben, ausnahmsweise mal, und sagen, dass das wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Buch ist, was sein Potenzial einfach voll ausschöpft. Also falls ihr das irgendwo mal seht, in einem Second-Hand-Laden, bei Freunden im Regal oder so, schnappt euch das Buch, lest es euch durch. Es ist unter 200 Seiten, also es ist wirklich nicht sehr lang und es lohnt sich auf jeden Fall. Also ein wirklich gutes Beispiel für ein sehr, sehr geiles Buch, was wirklich keine Sau kennt.